Detective. Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich dick, hässlich, verzeih, es ist immer deines Lebens, dann ist es kein Platz für dich. Ja gut, also ich denke, ich kann das mal so lassen. Hier seht ihr meinen Desktop im Hintergrund, weil das Spiel, glaube ich, nicht viel vorgeht, was ich jetzt als nächstes Let's Playen werde. Und ihr wisst ja, dieses Let's Play wird eines der besten Let's Plays ever, wenn nicht sogar das beste Let's Play, das auf diesem Kanal jemals sein wird. Und zwar Let's Playen wir Panzermädels Tank Dating Simulator. Und ich mache mein Headset ein bisschen leiser. Hier wird das Spiel startet. Ja, das startet laut Steam. Vielleicht bekomme ich sie doch ein Vollbild, aber ich glaube ja mal nicht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Let's Play. Wie ihr seht, ist es 6.10 Uhr und um 6.30 Uhr geht's los mit der SGDQ 2016. Die würde ich nur ungern verpassen, deswegen nehme ich heute nicht sehr lang auf, nur bis 6.28 Uhr, wenn es möglich ist. Hallo? Will das Spiel mal starten? Ich weiß nicht wieso, das Spiel braucht ja mal ewig zum Starten. Und deswegen würde ich es nur bis 6.28 Uhr aufnehmen, dann 3 6-Minuten-Parts machen, aber das sollte euch einfach mal nicht stören, weil das Let's Play schon in den ersten 5 Minuten lustig genug ist. Seht ihr, ich klicke jetzt zwar an, von wegen diese Option, aber nichts passiert. Oh, warte mal, was ist das hier? Save, load, hide, message, skip, Soll ich das Ding doppelklicken? Nee, seht ihr, nichts passiert. Also, wir können natürlich auch hier auf den Suka Dating Simulator wechseln. Aber das macht sowieso keinen Unterschied, das ist das Hauptmenü. Wir machen ein New Game und ich werde angeschrieben. Ich hab noch... Only the dead have seen the end of war. Benito Putin, Prime Minister of Crimea. Na egal, ich schreibe jetzt nicht zurück. Wir enjoyen jetzt das Let's Play, bis ich nicht im Vollbild bekommen. Uah, Jon, wir heißen Erwin. Ah, I can't believe I overslept. Ich kann nicht glauben, dass ich verschlafen habe. Ich werde das hier nicht übersetzen, okay? Es tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid an alle, die kein Englisch können, aber ich werde das hier nicht übersetzen. Gunny is going to have my head for this. Wait, never mind. It's the first day of class. Oh shit, it's the first day of class! Wir kommen zu spät zur Schule. Und die Message so am Ende zusammenfassen. I really should have written down the address. I have no idea where the hell the school is. Ich sagte dir, komm, wo ist die Schule? Why did they put a tank school in downtown Akihabara anyway? Come to think of it, I haven't seen any military bases near here either. Near here. Es sind noch keine Militärbasen. Wo ist die Schule? Hell, I'm really going to be late if I can't figure out where I'm going. Ich kann mal jetzt doch ein bisschen lauter stellen. I should ask for directions. It looks like that mechanics shop is open. Same with the convenience store. Ask one of them. Frage ich beim Mechanikerladen oder frage ich beim Convenience Store? Was heißt das auf Deutsch? Einkaufsladen einfach so. Sowas wie ein Schlecker oder so, das es jetzt nicht mehr gibt. Wir fragen mal beim Schlecker. The Convenience Store probably has a map or something. Lol. You walk into the Convenience Store and the bright fluorescent lights illuminate the whole store in a blinding haze. You peruse the local travel guides on the rack next to this week's newest manga releases, but find nothing that mentions a military base. I guess I'll have to ask the cashier. You take your place in the line behind an older salaryman. His hands are full of adult comics and snack food. Adult Comics, also. Wir haben, also nirgendwo finden wir irgendwas, das hilft. Wir fragen den Typ an der Kasse und vor uns ist so ein Dude, der Pornohefte hat. What a weird country. Ja, Japan halt. The man in front of you finishes paying and you step up to the counter. Excuse me, I'm trying to find the tank school. Do you have any maps that would help or... Before he can answer, you hear a girl laughing from another part of the store. You turn around to see her walk up next to you, with a piece of toast in hand, and breadcrumbs in her blues. For Sherman. Tank school? Are you our new teacher? She asks excitedly, in what could only be described as the most American accent ever. Ist ein amerikanischer Panzer, der M4 Sherman. No, I'm transferring there. Do you know where it is? What? Transfer? You're joking.
Before you can speak again, the shopkeeper interrupts. If you're not going to buy something, can you please move? Hey, ich kann kein Japanisch. Give us a minute. Noch eine Nachricht. Von Optimus, wie bekomme ich das den Scope weg? Google. Wait, jetzt habe ich es geskippt. Mann, Optimus, du dummer Hurensohn, Alter, du dummes kleines Kind, fick dich! Komm nicht immer zu mir mit deinem Problem. The girl grabs you by the collar and starts pulling you towards the door. Irgendwas war da gerade los und wir werden jetzt gerade von ihr weggezogen. I'll pay you later. Tomorrow, ich kann kein Japanisch. Get back here, he calls after the girl as she starts running with you in tow. Wir werden jetzt gerade von ihr entführt.